Siegesparade auf den Champs-Élysées. Hitlers Ansehen hat auch bei den Soldaten den Zenit erreicht. Der Feldzug ist gewonnen, doch der Krieg nicht beendet. Das IR-9 bleibt zur Besetzung in Frankreich stationiert. Die Bevölkerung war zu Anfang etwas zurückhaltend, wusste ja nicht, was ist das für eine Truppe, was kommt. Und dann waren unsere Soldaten eigentlich ganz normal im Umgang mit der Bevölkerung. Und dann wurden sie zutraulich und es war im Grunde ein völlig unverkrampftes Verhältnis. Nicht, dass die Franzosen uns zu sich eingeladen hätten und hier also große Verbrüderung gefeiert wäre, durchaus nicht. Aber verkrampft, man hatte keine Angst vor uns und einige waren ausgerissen. Wir wohnten in einem Einzelhaus, wo die Familie ausgerissen war, aber mitgenommen, eingepackt, nichts dergleichen. Ne? Wir haben das, was im Haus war, gebraucht, aber auch zurückgelassen. Und haben auch aufgepasst bei den Burschen und bei den Köchen, dass da also nichts passiert ist. Ne? Also Sie durften Verpflegung durften Sie nehmen, wenn Sie also irgendwo ein Brot fanden oder eine Wurst, die durften Sie nehmen. Ich habe zum Beispiel von einem gefallenen französischen Offizier, das hat mich mein ganzes Leben beeindruckt, das war ein blutjunger Leutnant an der Maas, der sah so fabelhaft aus, der Kerl war auch gerade gefallen. Der hatte seinen Tornister war aufgegangen und da war ein Hemd, lag da rum. Das habe ich mitgenommen, weil meins total zerschlissen war oder irgendwie oder dreckig geworden. Und dieses Hemd habe ich wirklich in Ehren getragen, immer in den Gedenken an diesen jungen Leutnant, weil ich dachte, hätte ja genauso passieren können. Aber es plündern, wegnehmen, schänden, brennen, das war in diesem Regiment nicht. Wir haben uns aber auch sehr korrekt benommen. Es gab sehr scharfe Vorschriften, wie wir gegenüber den Franzosen auftreten müssen. Also ich habe da nicht Negatives erlebt, wo es nach all das, also Zusammenstöße mit der französischen Zivilbevölkerung und zu deutschen Soldaten, war nicht. Also da war nichts, was irgendwo ernsthaft, sagen wir mal, den inneren Frieden zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär. Und ich bin danach im Krieg ja zweimal hingefahren, ich bin da wie ein Fürst aufgenommen worden. Und der französische Bürgermeister hat gesagt, eigentlich haben sie sich besser benommen als die Amerikaner. Der Gardehelm, das Potsdamer Divisionszeichen. In Le Creusot, in Dijon, in Besançon. Burgund im Herbst. Für die Soldaten eine militärische Aufgabe und ein Stück Paradies zugleich. In den Berichten amerikanischer Korrespondenten Verwunderung über die wohlwollende Haltung der französischen Bevölkerung. Verwunderung über das höfliche Benehmen der deutschen Soldaten. Hauptmann Graf Bothmer in dieser Zeit an seine Familie: Wenn man nicht so viele Uniformen sehe, könnte man denken, es sei tiefster Frieden. Bothmers Schrift in diesen Tagen, so ausgeglichen wie in keinem anderen seiner 230 erhaltenen Feldpostbriefe.